Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir machen heute ein bisschen weiter mit der Silbersammlerei. Wie das so ist, wir müssen mal gucken, wo die Ader hier überall noch lang geht. Hier ist noch ein bisschen was. Wie sieht's denn aus? 272 Kilo. Also können wir nicht mehr allzu viel mitnehmen. 290. So, irgendwie ist das eine ganz komische Ader. Also die Ader an sich nicht, aber den Standort, den sich die Ader rausgesucht hat, der ist irgendwie ein bisschen komisch, dadurch, dass das hier alles so unterhöhlt ist. Das ist ein bisschen schwer, da ordentlich ranzukommen und nichts auszulassen. Ah, wir kriegen das schon hin. Dann schauen wir mal zu Hause, wie viel Silber wir zusammen haben. Und wir hätten eigentlich auch mal noch etwas Kohle produzieren lassen können. Wir haben, glaube ich, gar keine Kohle mehr und ja, die Kohlenmeiler stehen still. Keine gute Kombination. Aber naja. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Ach, ich bin mal gespannt, was draus wird. Wird auf jeden Fall ein riesiges Haus, aber dann ist endlich die Fläche hier gefüllt. Das Ding müssen wir irgendwann mal noch überarbeiten. Ich bin wirklich mal gespannt. Lebensmittel sehen noch gut aus. Dann würde ich sagen, wir packen jetzt erstmal die Erze in die Öfen. Huch, falsche Seite, Entschuldigung. Das ist voll. Ja auch, hier müssen wir dann auch nochmal so einen richtigen Abzug bauen. Vielleicht mache ich das da oben doch nochmal ein bisschen schöner. Wenn wir da jetzt noch so ein bisschen Dach drumherum bauen, so spitz nach vorne verlaufend, würde das doch auch etwas schicker aussehen. Als einfach nur so dieser Holzklotz da oben. Wir haben nicht alles Silbererz unterbekommen. Also fix in die Kiste damit. Und dann brauchen wir Holz. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir dann die ganzen Holzstöße nicht mehr sehen, wenn das Haus dann da steht. Bin noch am Überlegen, ob wir die dann vielleicht irgendwann mal doch hier an die Seite mit reinmachen, weil ich fand das eigentlich relativ schick. Aber wenn wir es hier dahinter haben, ist prinzipiell auch nicht verkehrt. Mal schauen. Oh oh, unsere ganzen Fackeln sind aus. Oh Gott, das wird eine Heidenarbeit, das jetzt alles wieder zu befüllen. Aber müssen wir machen. Oder ich mache das mal außerhalb vom Let's Play. Weil wenn wir jetzt hier 5 Minuten rumlaufen, einfach nur mit Harz, um die ganzen Fackeln zu befüllen, ist irgendwie auch nicht so das Wahre. Ich versuche es immer so spannend wie möglich zu halten. Es gibt natürlich immer mal Abschnitte, wo man nicht drum herum kommt oder Abschnitte, die etwas langweiliger sind, aber effektiv gehört das halt auch dazu. So, wir haben die Kohlenmeiler voll. Wir können jetzt schon mal gucken, wie viel Silber jetzt insgesamt schon finito ist. Die Hackfleischsoße geht leer. Was können wir reinhauen? Gar nichts. Oh, ich glaube, wir müssen auch mal dringend wieder Lebensmittel herstellen. Wir haben 4 Eisen, wir haben hier 2 Silber, da nochmal 2. 5 hat das erste Upgrade gekostet, wenn ich mich nicht ganz täusche, genau. Dann würde ich sagen, machen wir das erste Upgrade gleich noch. Warum sind... Ah, jetzt sind die auch. Ach Mist. Die brauchen jetzt auch einen Abzug. Ach, das ist natürlich doof. Dann können wir die nicht mehr so cool da drunter bringen. Hier einen Abzug zu bauen ist doof, weil wir müssen da oben ja langlaufen können. Ach Mann, Update hat wieder alles durcheinander gebracht. Wie viel haben wir denn? Oh, geil, fast gar nichts. Naja, schmeiß mal noch einen Silber hier raus, dann können wir das Ding upgraden. Und dann legen wir uns mal pennen. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt, aber das bestätigt mich auch wieder darin, die Holzstöße vielleicht doch hier drüben hinzubauen, weil dann kommen die Kohlenmeiler weg und die sind sich nicht gegenseitig im Weg. 5 Silber. Und dann machen wir das doch direkt auf die Stufe 2. Huch, was war denn jetzt? Mal gucken, ob es jetzt 10 kostet oder wie viel. Jupp, 10. Na, das geht ja tatsächlich noch. Kostet dann wahrscheinlich Stufe 4, 20. Und dann ist das doch soweit eigentlich ganz in Ordnung. Dann haben wir das schnell zusammen.
glaube, es wird jetzt schon wieder Tag. Ich würde mich trotzdem mal schnell aufs Ohr hauen. Dann sind wir einerseits ausgeruht. Und die Kohlenmeiler haben dann vielleicht auch schon mal wieder ein bisschen was vorproduziert in der Zeit. Ja, wäre jetzt die Überlegung. Wir haben ja auf der Vorderseite von unserem Werfthäuschen hier die Schmelzöfen stehen. Also eingebaut in die Fassade, sage ich mal. Also wäre es eine Überlegung, ob wir die Kohlenmeiler einfach hier hinten ran basteln. Ähnlich wie drüben, dann mit einem Abzug und so. Und uns die Holzstöße da drüben hin basteln. So, wir holen mal noch schnell die Kohle. Packen das noch in die Schmelzöfen rein und dann schauen wir erstmal nach Lebensmitteln. Wie viel hat es produziert? Ganze 4 Stück über Nacht. Geil. Hat sich richtig gelohnt. Rüben sind gesund. Ja, komm, dann hauen wir das jetzt erstmal alles hier vorne rein. Ich nehme hier das eine Silber noch mit. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Ausdauer schneller leer ist. Seit dem Update. Dass das Rennen mehr verbraucht, obwohl es nicht danach aussieht, aber irgendwie gefühlt geht das mittlerweile alles viel, viel schneller leer. So, Lebensmittel. Wir müssen mal gucken. Ein paar Würstchen oder Hackfleischsoße. Eins von beiden müssten wir mal herstellen. Wildschwein-Dörrfleisch kostet Honig und Wildschweinfleisch. Haben wir eigentlich auch viel von. Gibt aber nur 20 Ausdauer. Das ist fast nichts. Es gibt ja das normal gekochte Fleisch, glaube ich, schon. Obwohl, es hat früher hat das normal gekochte Fleisch so viel gegeben. 60 zumindest oder 15. Kann natürlich sein, dass die das jetzt um einiges schlechter gemacht haben seit dem Update. Würste sind halt immer so verdammt teuer. 15 Ausdauer. Da nehmen wir lieber das Wildschweinfleisch, Nixenschwanzkarotte. Wildschweinfleisch. Oh, wir haben bloß 5 Nixenschwänze. Und Karotte. Stellen wir das erstmal fix her. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Was ich trotzdem cool gefunden hätte beim Update, wenn man hier eine Funktion gemacht hätte, dass man mehreres auf einmal, also einfach so ein Plus- und Minuszeichen. Dass man halt nicht 5-mal hier drauf drücken muss. Bei 5-mal geht's noch, aber wenn man jetzt wirklich vorhat, ein bisschen vorzukochen für die ganze Woche, dann ist das doch etwas mühselig. So, wir haben wieder ein bisschen Hackfleischsoße. Rein damit. Und dann würde ich sagen, lasst uns mal noch... Wir müssen erstmal den Hammer reparieren. Kriegen wir den eigentlich schon auf Stufe 4? Hammer? Max-Qualität. Nee, mehr geht nicht. Okay. Ja, ich würde sagen, lasst uns mal noch ein kleines bisschen am Häuschen weiterbauen. Bin jetzt gerade noch am Überlegen. Eigentlich müssten wir hier ein bisschen Querbalken oder sowas reinziehen. Aber wir brauchen auch erstmal hier noch die Längsbalken. Ist das richtig? Moment, so ist gerade. Also dann diesen. Diesen sieht irgendwie nicht richtig aus. Hier müssen wir ja so rauskommen. Das heißt, eins so rüber. Gut, wir dürfen hier natürlich nicht immer zwei machen, sondern es muss immer bei jedem ab unterschiedlich sein. Jetzt passt es. Der darf noch gerade sein. Bist jetzt schon gedreht? Ja, ich hab's gedreht. Einmal so. Einmal so. Haut das aber auch wieder nicht hin. Wenn der gerade ist, muss der so sein. Oh, jetzt hat's geleckt und ich habe nicht gesehen, wie weit wir gedreht haben. So, der muss so sein. Kommen wir hier aber nicht ganz gerade raus. Obwohl das hier wiederum so ist. Hier haut's wiederum hin. Aber die sind doch alle auf der gleichen Entfernung. Das muss doch eigentlich hinhauen. Lasst mich nochmal kurz schauen. Der ist komplett gerade. Das heißt, einmal rum ist so, das passt. Nochmal rum ist so, das passt. Nochmal rum wäre dann aber so. Aber hier haut es wiederum hin. Der ist gerade.
Der ist eins nach drüben, der ist noch eins nach drüben. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ich bin manchmal echt zu doof dafür. Wir lassen es jetzt erstmal so, wie es ist. Auch wenn ich es wahrscheinlich später bereuen werde, weil dann irgendwas nicht mehr aufgeht. Aber es sieht zumindest erstmal richtig aus. So, hier einen drauf, hier noch einen drauf. Hier müssen wir dann zweimal drehen. Ne, doch nicht. Naja, es wird schon hinhauen. So, dann haben wir das alles. Dann müssten wir jetzt hier schon mal anfangen, eine Querbalkenkonstruktion zu basteln. Da müssen wir dann natürlich immer... Es ist wirklich kompliziert, ne? So ründlich bauen im Spiel. Also ist natürlich alles machbar. Jetzt müssen wir mal gucken. Der ist noch gerade unten. Der nächste muss eins schräg werden. Dann ist der wieder dieselbe Abstand. Genau, der wieder eins schräg. Jetzt müssen wir natürlich auch wieder jeden zweiten so machen. Jetzt haut's hin. Zack. Der ist genauso schräg. Hier haben wir den geraden. Jawohl, jetzt wird's doch was. Wieder schräg. Der hat denselben Abstand. Eins rüber. Nochmal der Abstand. Wieder eins rüber. Nochmal der Abstand. Jetzt kommen wieder drei gerade. Und dann geht's hier wieder lang. Perfekt, jetzt kriegen wir's hin. Kein Holz mehr. Ja, ich schau mal, ob ich es vielleicht heute schon schaffe, nochmal nachmittags ein bisschen Rohstoffe zu sammeln. Dann können wir morgen in der Folge wieder besser weiterbauen. So langsam geht es dann doch zu Neige. So, haut das jetzt hin. Das sieht doch schon mal ein bisschen nach was aus, würde ich sagen. Aber warum haben wir jetzt hier so kurze Abstände drin? Ich habe da drüben zwei gemacht, also die beiden. Wir sind hier irgendwie verkehrt. Wo wir immer zwei Abstand haben, ne? Zwei, 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 zwei. Dann der eine. Aber wir kommen da drüben anders raus. Wahrscheinlich einfach nur... Weil ich den Kreis nicht komplett symmetrisch gezogen habe. Das ist ja eher ein Ei. Okay. Ist nicht schlimm. Kann ruhig so ein bisschen langgezogen sein, finde ich tatsächlich gar nicht so schlimm. So, dann müssten wir eigentlich auch hier noch eine komplette Querbalkenkonstruktion ziehen. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, wie ich das hier miteinander verbinde. So sieht halt irgendwie ganz schön doof aus. Ob wir das dann einfach mit dem Dach irgendwie ausgleichen. So haben wir halt immer irgendwie so ein kleines Stück ohne Balken. Nicht so geil. Wir ziehen jetzt erstmal hier die Konstruktion, dass das Ganze ein bisschen stabiler wird. Und dann können wir uns auf die höheren Ebenen begeben. Hält das alles noch? Ja, gerade so, ne? Hier an den Eingängen haben wir natürlich etwas mehr Platz zwischen den Balken. Und schon wieder das Holz leer. Oh Mann, ey. Ja, der Fußboden hat halt auch echt viel gefressen. Das muss man schon mal dazu sagen. So, nochmal den, dann sind wir tatsächlich out of Holz. Na komm, wir machen einfach mal hier drüben weiter, wenn wir gerade mal auf der Seite sind. Ah, wir haben mal wieder perfektes Wetter. Ich möchte es eigentlich nicht so laut sagen. Fängt es wahrscheinlich gleich wieder komplett an mit Gewittern und Sturm. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es mache. Ich habe überlegt, also ich möchte ja einerseits... Moment, wo sind die Rundholzbalken? Würde ich das gerne
so füllen einfach übereinander mehrere. Ich glaube, das sieht ziemlich cool aus. Und ich möchte aber auch ein Stück weit mit Stein füllen. Jetzt muss ich mal überlegen, wie wir das dann... Kann man die hier mittig platzieren? Dann snappen die nicht ein. Man macht es halt so. Man baut nochmal... noch so eine Fassade außen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich möchte ein kleines Stück mit Stein machen. Und ein Stück auch mit den Rundholzbalken. Dass wir hier überall etwas Abwechslung mit drin haben. Mal gucken, wie es am Ende wird. Und ob ich dann auch wirklich damit zufrieden bin. So, mal schauen, wie lange das Holz noch reicht. Wenn das gleich leer ist, müssen wir mal gucken, wie lange die Folge noch geht. Ich würde sagen, dann machen wir uns direkt auf ins Gebirge und holen noch ein bisschen Silber. Wir müssen uns auch irgendwie mal noch um die Kohlenmeiler kümmern. Dass die wieder richtig produzieren. Ah, wäre cool, wenn wir es noch vollständig hinkriegen. Es war klar, der letzte. Ich wollte es gerade noch sagen. Ich wollte gerade noch sagen, es fehlt bestimmt einer. Den klaue ich jetzt von hier. So, vollständigkeitshalber. Nehmen wir den noch weg. Dann sieht das wenigstens symmetrisch aus. War Quatsch, aber muss auch mal sein. Super, also das hier vorne gefällt mir tatsächlich sehr gut. Muss mal gucken, wie wir das dann mit dem Eingang machen. Ob wir hier einfach offen lassen, wenn das dann mal zugebaut ist. Oder ob wir es generell irgendwie offen lassen und bloß ein bisschen verzieren. Aber das finde ich auf jeden Fall ziemlich geil. Und von der Größe her bin ich tatsächlich auch zufrieden. Es ist natürlich sehr lang gezogen und von der Breite nicht unbedingt das Breiteste, aber ich denke, es reicht vollkommen aus. Ja, das wird werden. Cool. Dann lasst uns mal ins Gebirge teleportieren. Spitzhacke haben wir repariert. Dass wir da noch genügend Silber rausholen. Wie findet ihr das eigentlich, dass ich so versuche, immer ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen? Also, dass wir halt immer mal ein bisschen in der Folge hier im Gebirge was sammeln und dann wieder am Haus bauen. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ob es euch so lieb ist oder ob es euch lieber wäre, wenn wir wirklich 5 Folgen hintereinander einfach nur Häuschen bauen, dafür schneller vorankommen. Mir gefällt es persönlich so besser, aber ich richte mich da auch gern nach euch. Aua. Ja, mit dem Schneesturm jetzt hier ist natürlich... Es ist irgendwie nicht die Silberader, die gerne gefunden und abgebaut werden möchte, habe ich das Gefühl. Versteckt sich hier im Berg. Schneesturm dazu. Wir müssen auch mal das ganze Stein noch mit in die Basis bringen. Das können wir auf jeden Fall auch gut gebrauchen. Jetzt habe ich ganz schön tief gebuddelt. Weg damit. Bin mal gespannt, wie lange es noch dauern wird, das letzte Drachenei zu finden. Wir hatten mit den ersten beiden ja echt viel Glück. Ob wir das mit dem dritten auch noch haben, ist die Frage. Aber so ein bisschen Gebirge ist hier auf jeden Fall noch. Wir hatten ja auch schon an anderen Stellen schon Gebirge gefunden. Einerseits hier ist wahrscheinlich noch sehr viel. Und hier oben noch. Zehn Stück schon wieder zusammen. Ach, das geht immer mega schnell. Ist tatsächlich mein Lieblingserz. Kupfer ist zwar auch cool, aber... Ich hatte es ja schon mal erwähnt, man wird halt einfach dauerhaft von irgendwelchen Grauzwergen, Gräulingen und so weiter penetriert. Das nervt etwas. Und hier im Gebirge hat man einfach komplett seine Ruhe. Im Sumpf ist halt auch... In den Krypten drin, alles immer dunkel, eklig. Man muss gucken, dass hinter so einem Schrotthaufen nicht auf einmal ein Twogger hervorkommt. Muss ich sagen, ist das Silber bisher doch am pflegeleichtesten abzubauen. Ich
So, wir sammeln noch ein bisschen, bis das Inventar voll ist. Wird nicht mehr lange dauern. Dann beamen wir uns zurück. Dann ist leider auch schon wieder Schluss mit der Folge. Ich hau hier mal noch eine Marmelade rein. Na, wir sind doch fast voll. Können wir hier noch mal ein bisschen Stein rauswerfen. Und dann kriegen wir wahrscheinlich noch ein Silbererz. Ja, damit kriegen wir nicht weg. Ach, schade. Das Holz weg, reicht auch nicht. Pfeile weg. Ah, nochmal Pfeile weg. Verdammt, ich dachte, es reicht. Nee, gut, dann müssen wir ein Silbererz wegschmeißen. Und dann gibst du mir mal bitte mein Holz wieder und meine Pfeile. Und die Pfeile noch. Und dann nehmen wir auch noch ein bisschen Stein mit. So. Kommen wir jetzt hier noch hoch. Gerade so. Wieder ab in die Heimat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen 19 Uhr wieder zur nächsten Folge. Und da werden wir es genauso machen. Wir kümmern uns ein bisschen um das Silber, dass das geschmolzen wird. Oder vielleicht mache ich das heute schon nebenbei. Und dann gucken wir. Ach, sah das gerade geil aus, oder? Mit der Sonne? Die ja gerade so hervorgestochen ist. Ja, mach mal ein bisschen weiter mit Häuschen und dies, das, allerlei, wie es so ist. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut.